Hallo, ich mache heute mit beim Summer Tag. Summer Tag? Summer Tag? Ja, egal, also bei dem Ding. Die Diana hat mich getaggt und da habe ich gedacht, mache ich das doch jetzt direkt mal. Also, ich muss wohl hier unten auf meinen Laptop gucken, damit ich auch sehe, was ich euch beantworten soll. Meine Lieblingseissorte: Mango oder Schokolade. Mein Lieblingsobst: Mango oder Schokolade. Nein, Mango und Melone, also Wassermelone. Erdbeeren, Himbeeren und Mango. lieber Flipflops, Sandalen oder Ballerinas? Barfuß. Ich liebe Schuhe, ich habe viele Schuhe und ich liebe meine vielen Schuhe, aber ich bin der totale Barfußläufer, wirklich. Also 2 Stunden halte ich es mit Schuhe im Sommer aus, dann also eigentlich immer barfuß. Und wenn Flipflops, Sandalen oder Ballerinas, pff, egal, finde ich alles drei super, je nachdem, wonach mir gerade der Sinn steht. Was trägst du am liebsten auf deinen Fußnägeln? Nagellack? Ja, French. Oder ja, eine Taubfarbe. Oder ganz bunt. Pff, bin da nicht so festgelegt. Also nix, eher selten. Das finde ich nicht so schön. Trägst du lieber Bikini, Tankini oder Badeanzug? Blöde Frage. Dieses Jahr würde ich lieber gar nichts davon tragen und einfach nur in einem Kartoffelsack überhaupt mich nicht auf die Straße trauen, weil Bikini geht gar nicht. Deswegen würde ich vermuten, dass es dieses Jahr auf den Badeanzug hinauslaufen wird, damit das Volk um mich rum nicht so abgeschreckt sich gleich ertrinken möchte. Um braun zu werden, was bevorzugst du? Sonnenbad, Solarium oder Selbstbräuner? Solarium. Im Sommer. Natürlich nicht das Solarium. Halt entweder Sonnenbad im Schatten, wenn es geht. Oder Selbstbräuner, wenn es schnell gehen muss. Solarium echt nur super, 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 super selten. Höchstens 1-2 Mal im Jahr. Im Winter, wenn es nicht so toll ist. Was trägst du lieber, T-Shirt oder Top? Och, das ist mir eigentlich egal. Ich trage beides sehr gerne. Was ziehst du lieber an? Lange Hose, kurze Hose oder einen Rock? Also ich finde Röcke und Kleider ganz toll. Trage ich auch sehr gerne. Lange Hose, ja, wenn es nicht so eine dicke Jeans ist, dann trage ich auch gerne lange Hose. Aber ich trage nicht so gerne extrem, also kurze Hotpants oder so, das ist auch nicht so schön für die Umwelt. Deswegen eher dann so mittellange Hosen oder Capri-Hosen oder so. Glatte Haut, lieber rasieren, wachsen oder epilieren? Also wenn es schnell gehen soll, dann rasieren, ansonsten immer epilieren. Ja, ich finde das Gefühl nämlich toll. Und wachsen bringt bei mir nichts, das sind die Haare zu dünn für. Das passiert nichts, die bleiben alle dran. Gehst du lieber ins Hallenbad oder ins Freibad oder bevorzugst du einen See? Also ich gehe ehrlich gesagt lieber ins Freibad oder kombiniert Hallenbad, Freibad, wo man dann draußen liegen kann. Wir haben auch eins, das ist mit einem See kombiniertes Freibad und schwimmen kann man dann auch mit im Hallenbad. Und ich gehe aber nicht gerne in Seen schwimmen oder im Meer. Also ich liebe das Meer und das Wasser, aber ich mag nicht gern drin schwimmen. Also weiter als bis hier gehe ich nicht rein. Kriege ich Panikattacken. Aber ja, also dann natürlich frei. Ne? Wenn man draußen frei liegen kann, dann ist natürlich das Hallenbad langweilig. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich alles beantwortet habe. Oh, das war mein schneller Tee. Ja, nur 10 Minuten, süß. Nur 10 Fragen in 4 Minuten. Ja. Jetzt habe ich alles schon beantwortet. Die Pia ist schon getaggt. Ganz viele andere sind auch schon getaggt. Diana hat das auch schon gemacht. Was soll ich jetzt noch taggen? Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt wieder schön warm ist und dass wir jetzt die ganzen Sommersachen auch
wieder machen können. Ich werde mich jetzt auf das Fußballspiel Deutschland morgen vorbereiten und habe schon extremst viele Dekoartikel gekauft. Unter anderem Körpertattoos mit unseren Fahnen, Fingernägel-Tattoos mit der Fahne und ja. Könnt mir ja mal erzählen, ob ihr euer Haus, eure Wohnung, euer Auto und euch selbst auch schon deutschlandmäßig dekoriert habt. Das würde mich sehr interessieren. Und ja, dann wird es heute nur ein ganz kurzes Video. Egal, bis dann. Ciao.